So. Gibt es Fragen zu der Einrichtung? Ja? Wo das R geblieben ist? An der Stelle? Hier steht plus R und hier hinten steht minus R. So, ausgeklammert. Nicht ausgeklammert, sondern ne, die Klammer aufgelöst und dann steht da minus R und dann fällt R weg. Okay, weitere Fragen? Nee. Okay. So, jetzt brauchen wir die Rückrichtung. Jetzt geht's zurück. So, jetzt gilt die rechte Seite. Es gelte m teilt a minus b und zu zeigen, dann ist a auch kongruent zu b mod m. Achso, vielleicht nochmal kurz hierzu, das ist genau das Argument, das ich vorhin gebracht habe. Ne? Wenn man intuitiv gesprochen, warum teilt, wenn a und b denselben Rest lassen bei Division durch m, warum teilt dann m a minus b? Naja, weil ich, wenn ich b von a abziehe, wenn ich eine Zahl von der anderen abziehe, den Rest jeweils von der einen Zahl von der anderen auch mit abziehe. Ja, also ich dividiere, ich subtrahiere ja den Rest mit vom Rest und es bleibt letztlich was übrig, was durch m teilbar ist. Das ist die Idee, die hinter diesem Beweis steckt. So, jetzt gehen wir die Rückrichtung. M teilt a minus b und zu zeigen ist, dass dann a auch konkurrent ist zu b modulo m. Also gehen wir mal davon aus, dass m a minus b teilt. Wie machen wir weiter? Ja? Aha, okay, das ist die Definition von es teilt, ne? Daraus folgt, es existiert ein Q mit M mal Q ist gleich A minus B, ne? So. Wie geht's weiter? So. War mal eine sinnvolle Sache, die Definition zu verwenden von teilt? Sieht jemand, wie es weitergeht? Ja? Das ist auch Frage. Wir haben so einen Satz, dass man A, M auf A teilt und M auf B. Also das ist auch. Ah, hat der den Satz? Also der Vorschlag ist, kann man jetzt sagen, dass M auch A teilt und M B teilt? Hatten wir das? Irgend sowas hatten wir gehabt, ne? 2 teilt 7 minus 5. Teilt die 2 dann auch 7? Teilt die 2 5? Ah, was hatten wir gehabt? Irgendwas hatten wir da gehabt, ne? Wir hatten die, das ist eben der Witz an der Implikation, wir hatten die andere Richtung als Satz. Wenn m a teilt und m b teilt, dann teilt m auch a minus b. So rum. Genau. Aufgepasst, aufgepasst. Aber das brauchen wir gleich. Also das können wir trotzdem im Hinterkopf behalten, weil wir werden es gleich brauchen. M teilt A und M teilt B, dann teilt M auch A minus B. Diese Richtung hatten wir gehabt. So. Wie können wir weitermachen? Wir wissen nicht so genau, wie wir weitermachen können, ja? Ich weiß nicht, ob das so klingt, aber theoretisch jetzt plus B machen, dann hätten wir A gleich mal M plus B und B wäre dann der Rest eigentlich sozusagen von A. Aha, ein Vorschlag. Wir machen auf beiden Seiten jetzt plus B, dann steht hier M mal Q plus B ist gleich A und dann wäre B der Rest. Ist aber komisch, ne? Bitte? Ja, aber ist B tatsächlich der Rest? Was müsste... Ist es dann der Rest, wenn ich jetzt... Schreib mal jetzt hin, ich mach mal folgendes, ich schreibe jetzt hier hin, dann ist A gleich M mal Q plus B. Kann ich dann sagen, B ist der Rest von A bei Division durch M?
Ja? Nur wenn wir wissen, dass b kleiner als a ist. Nur, dass wenn wir wissen, dass b kleiner als a ist. Nee? Kleiner als m ist. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Genau. Deswegen musst du da auch wieder aufpassen. Aber es ist ja nicht falsch, das so hinzuschreiben. Ne? Ich darf halt nur nicht sagen, dass b der Rest ist. So. Okay, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Also an der Stelle guckt man sich so richtig weiter. Das auch wird ein bisschen knifflig, wie soll man da weitermachen? Haben wir Folgendes. Oder wir wollen ja, also wieder die Strategie, wir gucken mal von hinten. Kleinen Moment, wir gucken mal von hinten. Wo wollen wir hin? Wir wollen hin, dass A kongruent ist zu B modulo M. So. Was bedeutet A kongruent B modulo M? Ja? Das bedeutet auf jeden Fall doch eigentlich, dass A und B prinzipiell gleich miteinander haben müssen, würde es sein. Dass A und B was haben? Gleichen Rest. Aber den gleichen Rest, genau, die haben den gleichen Rest. Also wir können ja mal hier hinschreiben sozusagen A mod M ist gleich B mod M, ne? So. Also das ist sozusagen jetzt das Ende vom Beweis, ne? Und da wollen wir sozusagen hin. So, A mod M gleich B mod M. Wir wollen zeigen, dass die beiden Reste gleich sind. Wir müssen jetzt irgendwie einen vollständigen Beweis hier hinkriegen, egal von welcher Seite wir jetzt kommen. Wir können auch rückwärts denken. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ja? Was ist denn der Rest von A mod M? Also, wir könnten ja mal, wenn wir von hier oben kommen, M teilt A minus B, wir können ja mal A und B hinschreiben in der Schreibweise mit der Division mit Rest. Ja? Also folgendes, wir können nochmal hinschreiben, es existieren Q1 und Q2 und R1 und R2 aus Z mit A ist gleich Q1 mal M plus R1 und B ist gleich Q2 mal M plus R2. Und mit 0 kleiner gleich R1 und R2 kleiner M. So. So, jetzt haben wir mal das hier hingeschrieben. Und wenn ich das jetzt hier hingeschrieben habe, dann kann ich doch hier unten hinschreiben, wir wollen irgendwie dahin kommen, dass R1 gleich R2 ist. Dass die beiden Reste gleich sind. Ja? Ja, das ist dann eine Äquivalenzumformung schaffen, weil R1 ist ja A minus Q1 mal M. Und R2 ist E minus Q2. Ja? Also gut, das können wir aber hier hinschreiben. R1 ist gleich A minus Q2 mal M und R2, Quatsch, minus Q1 mal M und R2 ist B minus Q2 mal M. So. Was hilft uns das an der Stelle jetzt? Können wir damit weitermachen? Ja? Ich hätte gesagt, wir setzen das A jetzt. Das da. Und das ist A gleich Q1 mal M plus R1. Jetzt messe ich das A gleich M mal Q plus B ein. Und setze für das B auch so ein. Genau, also wir setzen jetzt für das A was ein? Q1 mal M plus R, ne? Ja. Mal M plus R. 1, so. Q2 mal M plus R2. Minus Q2 mal M plus R2. Genau. Kann man machen, ne? Ja? Ich hatte jetzt R1 und R2 gleich. Kann man das denn schon? Achso, rückwärts gehen von hier unten, genau. Okay, das könnte man auch machen. Jetzt gehen wir erstmal den Weg vielleicht. Also jetzt haben wir zwei verschiedene Wege und wir müssen jetzt entscheiden, was wir machen. Können wir erstmal versuchen, da weiterzumachen.
Also wir haben jetzt gehen wir sozusagen zum ersten Mal davon aus, dass wir das hier haben und wir haben jetzt A und B ausgedrückt mit der Division mit Rest und jetzt haben wir das eingesetzt hier. So. Wir könnten jetzt hier weitermachen. Ja? Wenn wir das wieder auflösen, wird glaube ich gar nicht schaden. Könnte nicht schaden, das mal aufzulösen. Alles klar. M teilt was? Können wir es gleich umformen geschickt? Also nicht nur rechts die Klammer auflösen, sondern auch umformen geschickt. Sieht jemand gleich eine günstige Darstellung vielleicht? Ja? Klammer auf, Q1 minus Q2 mal M. Genau. So. Wie geht's weiter? Also, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben es nicht hingeschrieben, aber die Frage ist jetzt, wie kommen wir von da nach da, ne? Ja? Ja, auf der linken Seite schon bewiesen, dass es so ist und da muss R1 und R2 gleich groß sein. Wir haben auf der linken Seite bewiesen, dass es so ist. Beweis. Von links nach rechts haben wir am Ende Q minus Q2 mal M, also M teilt A minus B. Und jetzt haben wir ja Q minus ja. Q2 mal M, das wird der Teil, aber nur von R und R2 gleich groß sein. Das ist jetzt so, das ist das Argument, genau was jetzt kommen muss. Q1 minus Q2 mal M, das wird ja schon von M geteilt. Und das Ganze wird nur dann von M geteilt, wenn das hier hinten 0 wird. Ne? Oder wenn R1 gleich R2 ist. So. Wir können aber nicht so richtig das hier verwenden, weil wir hier davon ausgehen, dass die beiden Reste gleich sind. Ja? Achso, ja, stimmt. Da habe ich schon was von weggegriffen, Sie haben recht. Also das Ziel müsste sein, also wir wissen ja, dass die beiden Reste gleich sein müssen. Ne? Das Ziel muss sein, zu zeigen, dass R1 gleich R2 ist. Das wollen wir ja zeigen und das wäre ja dann der Fall, wenn das dann 0 wird. Ja, klar, es könnte auch teilen, wenn eine Differenz besteht, nur wir wissen doch, wo wir hinwollen. Wir wissen, dass wir hinwollen zu R1 gleich R2 und der Schritt ist ja der, ja, so. Und wenn wir jetzt hinwollen zu R1 gleich R2, dann sollten wir hier versuchen zu zeigen, dass das hier 0 wird. So, okay? Ja. Wenn wir jetzt mal R1 und R2 einsetzen. Wenn wir das jetzt hier einsetzen? Ja. Wenn wir das da einsetzen, könnten wir machen, wird passieren, dass hier rechts 0 steht. M teilt 0. Aber dann, ja, dann haben wir dann, nee, wir haben dann nicht gezeigt, dass A Konkurrent B mod M ist. Wir haben irgendwie gezeigt, dass M 0 teilt. Hilft uns nicht weiter. Gute Idee, aber ich kürze es mal ab an der Stelle. Genau. Das sind aber alles Ideen, die man mal so machen kann. Ja? Und Sie sehen, beweisen ist ein Prozess, der ist gar nicht so einfach, weil man auch mal Irrwege geht. Man probiert mal aus, man probiert mal dieses und jenes, man weiß nicht so genau, wie man weitermachen soll.